Hallo und willkommen zurück zu meinem Super Mario World Let's Play. Also, wir haben schon den größten Teil des Spiels geschafft und, naja, in der letzten Runde, da habt ihr meine Fails gesehen hier in dieser Welt. Aber wir beginnen wieder hier und... Nanu, wo bin ich denn auf einmal? War das vorne auch schon da? Achso, ja, doch, stimmt. Ich hab mich jetzt schon gewundert. ja, wie ihr seht, ich habe mich wieder groß gemacht, habe mir den schicken blauen Yoshi geholt, mit dem ich ebenfalls hier runterrutschen kann. Runterrutschen, runterrodeln. Wie auch immer. Und ja, ich habe mir so überlegt, da ich ja ab und zu mal dieses Game Boy Advance Spiel erwähnt habe von Super Mario World, dass ich euch einfach mal die kleine Geschichte dazu erzähle, die es hier im Originalspiel, in den Original Super Nintendo Spiel nicht gab. Und zwar Mario und Luigi sind mit Prinzessin Peach, wollten sie ein Picknick machen, veranstalten, wie auch immer. Auf jeden Fall, die beiden haben sich erstmal auf den Weg gemacht, sich eine Feder geschnappt und haben erstmal einen hübschen Ausflug gemacht, haben die Prinzessin allein zurückgelassen. Eigentlich logische Schlussfolgerung, dass das keine gute Idee war. Na, schließlich, als sie zurückgekommen sind, war die Prinzessin weg gewesen. Ich glaube, nur der Korb von ihr stand noch da, der Picknickkorb. Naja, dann haben sie sich auf die Suche gemacht, wo könnte die Prinzessin abgeblieben sein. Und ich kann mich noch erinnern, dass auf meinem Bildschirm, also wenn das Spiel gestartet ist, die gesamte Ebene zu sehen war, und dann kam auch so ein Zeppelin drauf zugeflogen. Apropos Ebene, ich möchte euch mal die Karte zeigen. Also dort unten, da haben wir begonnen, dort wo das Schloss mit der 1 ist. Und irgendwo dort kommt da auch der Zeppelin drauf zum Game Boy Advance Spiel. Ja, dann waren wir hier gewesen, in dieser Höhle, in die sind wir hier reingegangen. Da unten drunter war die Vanille-Ebene gewesen. Ja, und dort oben ist die Butterbrücke und die Käsebrücke und der Keksberg, der Wald der Illusionen, der letzte große Akt. Ja, dann hier die Schokoladenebene. So, und nun kommen wir zu Bowser. Und ja, da sind wir. Ofi in Bowser's Maul. Na gut, eigentlich schade, dass ich jetzt meinen blauen Yoshi verloren habe. Habe ich mir für umsonst geholt, aber was soll's. Einen blauen Yoshi kann man eigentlich recht schnell beschaffen. Mit der Art und Weise, Start und Select zu drücken, geht das eigentlich ziemlich gut. Ach, ich mag diese großen Maulwürfe nicht. Monty Maulwurf in Riesenversion. Er hat eine Sonnenbrille auf, der ist ganz cool. Wie wild wirbeln. Und Monty aus dem Weg wirbeln. Und aufpassen auf Football Chuck. Football Chuck ist sowas von uncool. Und kaputt machen. Juhu. Ach, und da kriegt man die Feder gleich wieder. Ach, mir gefällt die Feder. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich die Feder mag. Da gehe ich nicht lang. Ich gehe lieber hier lang. Gibt's hier vielleicht da was? Nein? Echt nicht? Sauerei. Und ja, das war erstmal so zur Geschichte, die nebenbei läuft. Es gibt dann auch noch überhaupt ein paar Unterschiede. Und zwar kann man in den einzelnen Welten auch noch die ganzen Yoshi-Münzen sammeln. Und die werden dann auf so einer Übersicht über die ganzen Welten, die es gibt in dem Spiel, festgehalten, in welcher Welt man schon alle Yoshi-Münzen gesammelt hat. Wenn man das Spiel dann einmal durch hat, dann werden die Yoshi-Münzen, oder besser gesagt, wenn man in jeder Welt auch wirklich geschafft hat, alle Yoshi-Münzen zu sammeln, werden die Münzen durch Münzen der Prinzessin ersetzt. Und man kann sie in jeder Welt noch einmal sammeln. Was dann allerdings passiert, ich habe keine Ahnung. Ich hatte leider das Pech gehabt bei meinem Spiel, dass die interne Batterie leer geworden ist. Und ich konnte diese interne Batterie dreimal erfolgreich wechseln, danach war mein Spiel hinüber gewesen. Also das heißt, ich kann es jetzt nicht mehr spielen. Und ich weiß gar nicht mehr, in welchem Mario-Spiel das war. Vielleicht war es ja sogar im Originalspiel gewesen. Da gibt es eine Stelle und genau diese Aufmachung hat auch seltsamerweise mein Gameboy-Spiel übernommen. Genau diese Anordnung von Steinen, denn wenn ich das Spiel starten möchte, sehe ich nur diese Steine hier in irgendeiner grünen Ebene angeordnet. Und ja, ich sehe die Steine und das war's.
Mehr gibt's nicht mehr zu sehen bei meinem Spiel. Irgendwie habe ich die Leiterplatte, die Platine, beschädigt. Wahrscheinlich beim Wechseln der internen Batterie. Also, für alle die, die mal eine interne Batterie wechseln sollten, müssen, wie auch immer, empfehle ich, das von einem Fachmann machen zu lassen. Ich meine, ich könnte es zwar auch weitgehend machen und, naja, mein letzter Versuch war ein bisschen ungünstig gewesen, weil ich keine perfekt passende Batterie gehabt hatte. War ich hier schon mal? Das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Irgendwie rennt mir gerade die Zeit davon. In diesem komischen Level. Das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Erstmal aus dem Weg. Gut, da rennen wir eben hier unten lang. Nein! Na toll, gestorben. Und noch nicht mal den Jackpot mitgenommen. Na gut, nochmal, weil es so schön war. Wo war ich stehen geblieben? Genau, interne Batterie. Es ist besser, wenn ihr das wirklich von einem Fachmann machen lasst, weil ihr seht ja von mir, bei mir, es ist nicht ganz so gut gelaufen wie bei den ersten beiden Malen, weil ich mir halt eben den Fehler mit der Größe der Knopfzellenbatterie geleistet habe. Aber, na gut, ach, das ist aber nett. Auf der... Ups! Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es gleich baden geht. Aber gut, ich möchte mich langsam mal wieder ein bisschen zusammenreißen und hier wieder voll bei der Sache sein mit dem Spiel. Mich immer zu ablenken lassen. Das ist echt uncool. Ich dachte mir jetzt, ja, schaust mal unten lang, aber nee, da ist auch wieder so ein Viech. So ein Football-Chuck. Ich nehme jetzt meine Feder. Feder bügelt alles aus. Uhuhuhu. Und kaputt hauen. Ah, toll, mehr als eine Yoshi-Münze gab es ja auch nicht. Leute, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Die vielen Maulwürfe, ich glaube, ich werde den Part wieder überziehen. Das würde ich jetzt mal schon so festlegen. Habt ihr das gesehen? Das passiert eigentlich nur, wenn ich gerade meine Flugformation habe, also gerade mein Cape festhalte. Also nicht, genau, wenn ich das hier mache und dann einen Gegner berühre, dann passiert mir nichts. Aber wenn ich das nicht mache, dann werde ich verletzt und verliere meine Feder. Also meine Flugfähigkeit. So, diesmal hat er mir einen Weg ordentlich freigemacht. Und ja, wo gehen wir jetzt lang? Wir waren die anderen. Nee, da will ich nicht lang. Verdammt, wo muss ich lang? Ich glaube, ich habe mich gerade hier tierisch verrannt. Ja, das ist einer von den Stellen, wo ich seltener bin in diesem Spiel. Oh, guck mal, da ist ein Pfeil, da geht's raus. Ja, und es war auch ein normales Level. Es war keins, was rot gekennzeichnet ist. Also keins mit Geheimgang. Aber hier werden noch welche kommen mit Geheimgang. Und die sind dann wirklich nicht ohne. Also wenn ich sie nicht gerade durch Zufall gleich mitmachen kann, werde ich die Geheimgänge auch erstmal auslassen, bis ich vor Bowsers Festung bin. Und werde sie erst anschließend machen. Diding. Und da haben wir ein Leben. Ein eher unnötiges Leben, wie immer. Also an Leben sollte es mir weiß Gott nicht mangeln. Und ich könnte mir ja auch jederzeit Leben holen. Das ist ja nicht. Und genau, das ist einer dieser Welten. Das ist einer von denen, wo ich ewig eins nach dem Geheimgang gesucht hat. Böser Panzer. Böse Schildi. Böser Kupper. Blup. Mir gefällt dieses Geräusch. Dieses Blup. Und da ist es weg. Machen wir sie lieber kaputt? Ja, das ist immer besser bedient. Und ja, da schießen wir das aus dem Weg. Jetzt brauchen wir nicht. Und da haben wir schon den Jackpot. So, jetzt kommen wir zu den schwierigen Teilen dieses Levels. Ja, hätten wir einen Yoshi, wären wir hier spielend rausgekommen. Aber den haben wir leider nicht. Also ich glaube, im nächsten Part werde ich mir auf jeden Fall einen grünen Yoshi engagieren. Falls ich diese Welt nochmal machen sollte. Also gleich nochmal machen sollte mit dem Geheimgang.
Ah, das ist wieder so ein Akt, der ist ähnlich wie die Schiebewelten. Man muss warten. Man muss einfach Geduld mit sich bringen. Die Yoshi-Münzen lassen wir links liegen. Wir hoffen viel lieber, dass wir nicht gleich zermatscht werden, wenn wir hier durchlaufen. Ja, es kann sich immer nur um Stunden handeln bei solchen Welten. Man kann es unterschiedlich sehen. Entweder man ist hektisch und sagt, ich muss das schaffen, ich muss das schaffen. Nein, ich werde zerquetscht. Oder man hat halt eben die Ruhe, ah, es wird schon werden. Ein bisschen Kopf einziehen, da geht das schon. Und ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich habe die ganze Zeit den Knopf gedrückt zum Rennen und da geht das schon. Ja, hier, da rutscht man einfach mal so ein bisschen durch. Na, jetzt müssen wir warten, bis wir wieder oben sind, weil dort unten war eine Sackgasse gewesen. Brauchen wir ja nicht reinzurennen, nicht unnötig reinzurennen. So, und zack, durchrutschen. Wenn man denkt, es wird zu knapp, zieht man besser den Kopf ein. Uhuhuhu. Okay, oben geht's nicht lang, aber dort unten. Uff, dass wir das schaffen jetzt. Es wird nämlich langsam etwas brenzliger. Ja, geschafft. Na, das war doch gar nicht so schwer. Irgendwie habe ich die vage Vermutung, dass es dort unten mehr gibt als nur die 4 Münzen. Oh oh. Das heißt Gas geben. Zack. Blub, blub. Oh, und geschafft. Ah, die Welt war doch halb so wild gewesen. Also im Großen und Ganzen, es geht schon. Man kann sich natürlich viel Ärger ersparen, wenn man jetzt den Yoshi gehabt hätte. Und ja. Also dann, in der nächsten Runde kommt ein Geisterhaus dran. Wieder einmal. Okay, also ich danke euch erstmal vielmals fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.